Jetzt hat man gerade einen telefoniert und hat mir am Telefon gesagt, der Helmut Kohl von Deutschland, der Bundeskanzler, also der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl, sei an Ebola erkrankt. Ja, wer das glaubt, wird selig. Es könnte rein theoretisch schon möglich sein, aber ich glaube nicht, dass der an Ebola erkrankt ist. Und sonst muss man halt möglichst schnell ein passendes Medikament einwerfen und nachher ist das schon wieder gesund. Also so tragisch würde das wohl nicht sein mit dem Ebola. Ebola ist mehr eine Krankheit, die man in Afrika kennt und da zu Europa weniger hat. Und ich glaube, das war einfach nur eine Fake News von irgendeinem Telefonverkäufer, der da irgendwie ein bisschen die Leute will belästigen oder den Leuten, die Angst machen. Aber Ebola ist da in Europa kein Thema. Also das mit dem Helmut Kohl, dass er die Ebola hat, glaube ich nicht.